Branche trifft sich hier. Was kann man denn als Manager mitnehmen hier vom Treffen der Großen der Branche? Ja, erstmal viele Anfragen. Das ist ganz schön, dass der DFB und die Nationalmannschaft natürlich weiter gefragt ist. Man trifft auch viele Bekannte noch aus unterschiedlichen Bereichen, wo man eigentlich im Laufe des Jahres einfach nicht die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Und dann gibt es natürlich vereinzelte Vorträge, wenn man sich das Programm genauer anschaut, um einfach die eine oder andere auch wieder den einen oder anderen Anstoß zu bekommen. Welche Anstöße haben Sie denn bekommen? Ich bin jetzt eben erst angekommen. Also insofern war ich jetzt gerade in der Diskussion, habe den Anstoß schon bekommen, dass man natürlich auch den Weg unserer Nationalmannschaft, aber generell das Management im Sport, genauso wie in der Wirtschaft untersuchen kann, natürlich auch Regelmäßigkeiten findet. Und das hilft natürlich auch in der Bewertung der eigenen Arbeit. Was sind denn die Aufgaben eines Managers? Oh, das ist eine sehr allgemeine Frage. Das Ding in Schuss zu halten, ne? Und dass es läuft. Ich meine, das kann jeder anders machen. Kommt natürlich immer wieder aufs Aufgabengebiet an. Aber im Fußball denke ich einfach, ist es ähnlich wie vielleicht in anderen Entertainment-Bereichen noch ein bisschen spezieller, weil halt die Menschen noch mal anders ticken, ja, und man sich halt in diesem Ambiente zurechtfinden muss und versuchen muss, das eigentlich zu verbinden, nämlich die sportliche Leistung mit den wirtschaftlichen Bedingungen. Angenommen, ich als junger Knirps will Fußballmanager werden, was muss man denn mitbringen? Ja, ich glaube zunächst einmal natürlich Verständnis für den Fußball. Verständnis für den Sport, aber Verständnis auch für die Menschen im Fußball, eine gewisse Empathie und wenn man mittlerweile natürlich auch im Profigeschäft sein will, natürlich auch wirtschaftliche Kenntnisse. Ich finde, das muss nicht unbedingt ein abgeschlossenes Studium sein, aber es muss natürlich schon ein kaufmännischer Hintergrund sein. Muss man Fußball gespielt haben unbedingt? Oder? Da kommt auch darauf an, in welcher Position man eben im Fußball tätig ist. Am Ende hilft es natürlich immer, wenn man Dinge selber miterlebt hat und durchgelebt hat. Deswegen glaube ich schon, dass wenn wir ehemalige Sportler und Fußballer gut ausbilden und ihnen die Möglichkeiten geben, diesen Beruf zu erlernen, sie dafür top geeignet sind. Und ein bisschen dem voraus haben, der zwar hervorragend ausgebildet ist, aber eben noch selber keine Fußballerfahrung hat. Also es reicht aber jetzt nicht unbedingt nur bei Comunio auch Wissen vorzuweisen. Aber wir machen in der Nationalmannschaft unser Beraterstab, Betreuerstab, die machen alle Communio, die haben seit Jahren Wettbewerbe und da sind die Experten immer ganz weit hinten. Insofern ist das eigentlich kein Maßstab für die Qualität eines Managers.